möchte, dann sprechen wir ein paar Worte mit ihm. Und wenn wir uns abschieden, ist sein Name bereits wieder mit. Politik. Ihr seid selber. Und im Geschichtsgedächtnis fast ebenso wichtig wie der Napoleon der Dritte hat es rühmt sich an den Namen jedes Menschen zu erinnern, den er einmal hat. Wenn er einen Namen nicht deutlich hört, dann ist es. Es tut mir leid, ich habe ja den Namen nicht richtig verstanden. So ging Napoleon der Dritte einen Schritt weiter und schrieb den Namen auf ein Stück. Diese Weise verschaffte er sich all das braucht Zeit. Setzen sich aus dem Manager. Ken Nautic, Angestellter von General Motors, aß mittags meistens mit einem alten Fahrzeug. Beobachtete, dass die Frau das Essen ausgab. Sie hatte schon fast 2 Stunden lang Sandwiches gemacht und ich bedeutete für sie nur ein weiteres Sandwich. Ich nannte ihr meinen Kind, sie hob den Schinken ab, legte einen Salatblatt, Chips auf den Teller und dann. Andern Tags ging ich abermals hin. Ich habe gleiche Frau mit gleichen Zähnen. Anders. Hallo Yunus! Hier, ich meine Bestellung aufgenommen. Plötzlich vergaß sie den Schinken zu, lud den Teller voll, legte 3 Blatt Salat dazu und häufte so viele Chips darüber, bis sie überquollen. Wir sollten nie vergessen, dass sein Name etwas Unheimliches ist. Ausschließlich jenem Menschen gehört, mit dem wir gerade zu tun haben. Sonst nie. Sein Name zeichnet ihn nach ihm ein. Die Mitteilungen, die wir weitergeben, gewinnen eine besondere Bedeutung, wenn wir ihnen den Namen der Person vorausschicken, an die sie gerichtet sind. Der Name wird rund. Die Kellnerin bis zum Generaldirektor. Sie bestätigt die Schwierigkeit. Vergessen Sie nie, dass für jeden Menschen sein Name das schönste und wichtigste Wort ist. Viertens. Der gute Zuhörer ist der beste Gesellschafter. Vor einiger Zeit war ich zu einem Bridge-Abend eingeladen, obschon ich selber nicht Bridge spiele. Außer mir war noch eine blonde Dame anwesend, die ebenfalls nicht spielt. Sie hatte gehört, dass ich viel in Europa herumgereist war und bat mich daher. Ganze 45 Minuten lang und fragte mich kein einziges Mal mehr, wo ich gewesen bin, was ich gesehen habe.
hatte. Jetzt auch mit wohltuendem Kirsch- und Salbergeschmack. Exklusiv in Ihrer Apotheke. Über Wirkung und mögliche Unterstelle. Genau nach den in diesem Kapitel beschriebenen Grundsätzen.